Eisen und so. Na gut, ich kann ich hier schon mal einlagern. Das ist echt geil. Hat ja auch schon angekündigt, dass er eins haben möchte oder eins in Auftrag geben möchte. Ja. Und ich will auch eins. Das sage ich schon mal. Also, du bist ja der Einzige, der die Ressourcen dafür produzieren kann. Schon klar, schon klar. Also, damit meine ich diese Eisenräder und die Rohre. Alles schon klar. Wird dann hier an den Dingern produzieren. Schon klar. Okay, okay. Und Nägel. So, also ich muss mal einen kurzen Notepad aufmachen. Bei jeder Anforderung in deine Richtung würde ich immer noch mal dranhängen und Nägel. So, ich fasse aber kurz zusammen. Wenn wir den Kurs auf 8 setzen. Auf 8. Sind okay, also sind schwuppdiwupp. Kann man auf Papier schreiben? Sind drei. Also. So Dokumente machen? Philosophische Fragen hier. Ja, also Papierherstellung habe ich gelernt. Daraus kann man dann Bücher und Bücherregale aufbauen. Ich habe hier sogar noch ein bisschen Papier rumfliegen. Beschreibung: Es ist Papier. Gut, was da jetzt genau mitgemacht wird, wozu das gut ist, ist halt die Frage hier. Kann man zum Beispiel als Kraftstoff verwenden oder auch als Verbrennmaterial. Okay. Das sei erstmal dahingestellt. Na komm, 54 Sekunden noch. Kriegst du wohl hin. Beeil dich. Aus meinem Wagen. Oh. Oh. What a beauty. Mein Lager. Es besteht vollständig aus Holz. Sauber. Habe ich heute noch gar nicht nachgeguckt. Oh Mann. Junge, von hier oben, ne? Die Stadt ist richtig gut. Es wächst und gedeiht, wo man hinguckt.
Heftig, aber 1000 Baustellen, ne? Keine Frage. Das stimmt. Und hier ist ein Baum, hier ist ein Mammutbaumstamm, der nicht abgeholzt wurde. Wirklich schön hier rumzugucken. Ich glaube, das ist auch ein gutes Abschlussbild. Denn auch Bist du ich sicher, dass möchte. du jetzt schon gehen willst? Ja, warum? Was passiert jetzt gleich? Ja? Jetzt musst du schon aber Ei raushauen. Oder öffnest du gleich den Shop? Jo. Okay, ich bleib noch ein bisschen. Unbedingt willst. Es gibt Leute, die warten hier eine Nacht vor dem Eingang. Aber die ganz Harten, die lassen sich in den Laden einschließen. Ey, geh da mal noch nicht ran, Mann. Ich bin gerade dabei, den Shop zu konfigurieren. Ja, ich mache noch nichts. Das kann auch nach unten. Oh, ne, richtig nervig. Ehrlich. Stöhngeräusche. Hast du gerade, also warte mal, du bist ja ein kleiner Kaufmann hier, oder was? Du hast du jetzt den Warenwert ausgerechnet? Ja, Mann, klar. Aufwand mit der Produktion? Okay. Normal. Da einmal kurz Mörtel, dies, das. Okay. Ach, das ist eigentlich Quatsch. Ups.
Hey, raus aus meinem Laden, Mann. Da ist die Tür. Alles. Abgeschlossen. Ist offen. Geht los, weil dann kann ich jetzt auch die Abmoderation machen quasi. An der Front geht es dann morgen auf jeden Fall weiter, wenn mir da nochmal jemand bei hilft quasi, die nochmal Eisenerz zu sammeln, dann kann ich auch dafür sorgen, dass der Shop stets beliefert ist. Was denn? Ja, du hast nicht auf Baby Rotka Währung gestellt. Oh shit. War ich ein bisschen voreilig. Digga. Geh doch einfach auch vorne in den Laden, Mann. Ach so, hat wahrscheinlich hier schon irgendwie jemand. Kredit, Währungsbericht, so, ist umgestellt. Jo. Gut, wie gesagt, wenn mir morgen jemand dabei hilft, ein bisschen Eisenerz zu farmen, dann kann ich auch dafür sorgen, dass der Shop beliefert bleibt. Eisenerz, sehr gern. Ja, Mann, Werkzeug auch, vom Feinsten. Richtig schöner Shop. Muss ich auch sagen. Gute Diesel. Ordentlich Arbeit gekostet. Alter, ich habe 1497 Bibirovka-Währung. Okay. Ja, ein bisschen was gekauft gerade. Ups. So, dann muss ich auf jeden Fall morgen mal mit dem Auto vorbeikommen. So, weg damit. Ja, heftig, Alter. Geht auf jeden Fall stark voran, das Ganze hier. Ich hätte nicht gedacht, dass wir schon mit den Dampfautos rumfahren. Nee, Mann. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte, da wäre noch irgendwie viel mehr für notwendig. Irgendwie ein höheres Mechanik-Level oder so. Ja, in die Richtung geht's denn ja morgen. Meine mechanischen Fähigkeiten. Na gut, Bacon. Dann vielen Dank an dich für die Begleitung des Abends. Sehr gern. Vielen Dank an dich für die Eröffnung des Shops. Ja, morgen kommt mehr. Ich mache quasi jetzt aus allen Produktionsstätten so eigene Shops, damit du dir quasi überall den ganzen Kram auch für Ziegel und Glas und all so ein Shit. Oh gut, aber ich habe gar nicht gewusst, dass ein Shop zu bauen so lange dauert. Ich habe jetzt noch 4 auf der Liste, also 4 zu bauen und 53 Minuten dauert das noch. Guten Tag. Hallo. Na gut.
Dann mache ich einen Channelwechsel und Abmoderation. Dann sage ich mal bis morgen oder was? Ich sage auch mal bis morgen. Ach, ups, da bin ich glaube ich schneller rausgesprungen als ich wollte. Ich muss dich hier jetzt eigentlich nochmal. Das ist eigentlich sowas wie ein Blatt für Listen, dass man Nachrichten versenden kann. Boah, keine Ahnung. Keine Ahnung, Capo, das kann ich dir nicht beantworten. Ich sag auf jeden Fall vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Capo haben wir heute gesehen, Freddy haben wir gesehen, der hat eine Straße benannt. Der Schahörner Weg wurde ins Leben gerufen. Und wir haben die Schinkenstraße, wir haben den langen Lörris, unsere Häuser kriegen Hausnummern. Es geht hier auf jeden Fall einen massiven Schritt nach vorne mit der Stadt. Und ja, auch meine Freundin hat ein neues Gebäude gebaut da drüben. Morgen geht es hier auf jeden Fall weiter. Ein bisschen die Infrastruktur noch stärken, dass die Leute an ihre Waren rankommen und wir alles das bauen können, was wir uns so vorstellen. Ich sage vielen Dank an alle, auch an Capo, der ja immer hier ganz stark im Chat ganz weit mit vorne dabei ist. Macht euch einen bunten und holt euch fruchtig. Bis morgen.